Hallo und herzlich willkommen zur angekündigten Rezension des N1 Starfighters aus The Mandalorian, der eigentlich aus The Book of Boba Fett ist. Denn dort, also in der Serie, wo dann Din Djarin quasi seinen Gastauftritt hatte, gibt es ja eine Folge, wo es hauptsächlich dann auch um den Mandalorianer geht. In Folge 5, meine ich, war das. Und da bekommt er eben von Pelimotto den N1 zusammengeschraubt als Ersatz für seine Razor Crest, die ja bekanntlicherweise etwas desolat nachher war. Ja, eigentlich nicht mehr vorhanden war. Und er als Andenken halt die, beziehungsweise für Grogu, da eben diese kleine Kugel mitgenommen hat. Und ja, dann musste er zwangsläufig auf was Neues umsteigen. Und das war eben dieser N1. Ja, bevor ich jetzt weiter auf den N1 eingehe, Entschuldigung, gucken wir uns mal ganz kurz an, was, sagen wir es mal so, was mich irritiert hat, war die Kartongröße. Dachte mir, was ist denn da für ein Riesending drin? Denn der Karton des Naboo Fighter, wie er damals hieß, des N1 von Episode 1, hatte diese Kartongröße. Ja, und der war doch schon recht groß eigentlich, gar nicht mal so ein Mini-Rig oder sowas. Und also 99 war das jetzt, 1999 und ich weiß nicht, 2010 oder 2012 kam der ja nochmal in überarbeiteter Version heraus, dann allerdings ohne Elektronik. Und auch diese Packung ist sehr klein und der Fighter ist doch recht groß. Ja, das sind jetzt Leerkartons. Ich stelle die anderen beiden dann daneben, wenn ich den hier dann mal ausgepackt habe. Gut, wie ich die Figur vorgestellt habe im letzten Beitrag, bin ich ja schon mal ein bisschen auf die Verpackung eingegangen, aber schauen wir uns nochmal das Ganze näher an. Das Bild vorne gefällt mir sehr gut, auch wie Grogu eben dann in der Kanzel sitzt, in dem ehemaligen Droidenport, der irgendwann mal auch mal wieder ein Droidenport dann wird. Aber hier wurde er ja quasi erstmal ausgebaut, damit Grogu dann eben so eine Rundumsichtkuppel hatte, wo er sich dann eben freuen konnte, wenn es richtig rasant zur Sache ging. Aber ein schickes Diorama, ein Baum, ich habe ihn ja auf der Seite. Also Baum finde ich halt ein bisschen, ich brauche jetzt nicht unbedingt auf die ganzen Details eingehen. Unten ist zu sehen, was alles in der Packung ist, aber auch, was jetzt noch bei der Figur beilag. Ja? Was mich irritiert, ist, dass hier halt ein Grogu drin sitzt, aber angezeigt wird, dass halt bloß eine Figur beiliegt. Und in der Packung von Din Djarin bzw. Mandalorian war ja kein Grogu eben mit dabei, obwohl ich ja ein paar Grogus halt auch da habe. Drei müssten es mittlerweile auch sein. Ja, die Rückseite sieht genauso aus wie die Vorderseite. Disney-Logo haben wir auf der Vorderseite interessanterweise nicht. Da ist halt noch der Kenner-Schriftzug. Rückseite, da ist Disney zu sehen. Ja, seitlich sind auch noch ein paar Anschauungsbilder, müssen ja irgendwie auch gefüllt werden. Mal kurz gucken. Ne, sind unterschiedliche. Ja, da sind noch zwei Stück zu sehen. Da oben ist noch was. Aber gut, ich packe den jetzt endlich mal aus, denn ich bin auch ziemlich heiß drauf. Der steht jetzt auch seit Ewigkeiten rum. Und deswegen packen wir erstmal die Beipackzettel aus. Ja, normaler Warnhinweisbogen und dann, was denn sich so alles drin befindet, wie man das ganze Teil zusammenbaut. Ist eigentlich so gesehen wieder wie beim alten, ich wollte gerade sagen Vintage N1, dass man halt die Triebwerke einzeln ansetzt und noch diverse andere Teile. Okay, da muss man die beiden Pods dann eben noch zusammenbauen. Das ist etwas anders. Aber man kann auch den Droidenport dann ändern. Einmal mit der Klarsichtkuppel, damit Grogu eben drin sitzen kann. Und dann gibt es da wohl noch, wird wahrscheinlich beiliegen, dass man den R5-Kopf dann eben auch mit einsetzen kann. Ja, gut, da gibt es hier verschiedene Stands, aber so viel dann, also Flight-Modus-Stand ist dann wohl noch bei und so ein etwas flacherer, so ein Base, wo man den dann draufstellt. So, sehr schön. Dann versuche ich jetzt erstmal wieder die rauszuziehen. Es geht wieder nicht. Ich muss also wirklich beide Seiten hier öffnen und auch dann geht es nicht. Ich mache hier fast die wirklich stramm. So, jetzt aber. Meine Güte. Den an die Seite geflankt. So. Hier ist wieder dieses recht glatte Raschelpapier drin. Fühlt sich fast folienbeschichtet an, aber nö, das ist einfach nur
sehr, sehr glatt, das Zeug. Das mal in die Seite gelegt. So. Dann haben wir, ich zeige es mal eben kurz so, versuche das Ganze mal hochzuklappen, ohne dass das rausfällt. So sieht das Ganze dann aus. Dann haben wir hier einmal die Baseplate für den Flugmodus-Stand. Finde ich also auch sehr schön. Deswegen hätte ich mir auch fast nochmal die Slave One geholt, weil er auch so ein schöner Standby war. Aber deswegen dann nochmal ein paar hundert Euro auszugeben, war mir dann auch irgendwie zu, ja, weiß nicht, nicht zu blöd, aber irgendwie muss es nicht sein. So, dann ist hier das Teil, was man da drauf klickt. Das mache ich doch gleich mal. Rastet wahrscheinlich ein, das heißt, ich kann es dann nicht wieder auseinanderbauen oder schwer auseinanderbauen. Hier sind diese fiesen Rastpunkte, die auch beim Millennium Falcon damals schon verbaut waren, bei dem großen, wo man dann die Mandicles vorne auch nicht wieder abbauen kann oder schwer abbauen kann. Das ist dann ja, ein bisschen komplizierter. So, dann haben wir hier verschiedene Papierbeutel. Ich mache einfach mal auf, was da drin ist und gucken wir mal, was da drin ist. Ah, da sind die beiden Endspitzen quasi drin, der Triebwerke. Dann einfach hier so ein kleines Raster. Hm? So eine kleine Pralinenschachtel. Oh, Adventskalender, jeden Tag ein Türchen. So, dann sind hier noch diverse andere Teile. Vielleicht sollte ich jetzt nicht alle durcheinander schmeißen, falls die nachher nicht wo sie angebaut werden. Genau, ich werde jetzt erstmal gucken, was hier ist. Das ist so ein Pappteil und da liegen die Triebwerke drin. Das Ding, ah, die Pralinenschachtel kann ich mal eben so rausnehmen. Und dann die Triebwerke rausnehmen. Also die sehen auch richtig, richtig gut aus. Kann ich den so? Ja, das geht. Super. So, dann war das an der Stelle eingelegt. Das muss aber weg, damit ich jetzt erstmal den Rumpf rausbekomme. Dann kann das da wieder hin, dann kommt das so rum, dann kommt das da hin. Das Ding war da oben eigentlich. So rum. Ja, die Pralinenbox, die war da unten. So, da haben wir das Endstück. Und das versuche ich mal irgendwie hier an der Seite zu packen. So. Okay, schauen wir uns erstmal die Teile an. Schöne Markierung mit dem Gelben, das passt ja. Auch das hier sieht ganz gut aus mit diesem roten Bereich. Wie so eine Spule. Okay, hier sind ein paar Schraubenlöcher. Hier mal so ein, das wäre schön, so ein Sechseck-Pack-Hole quasi, wenn das hier auch verbaut worden wäre. Wäre gar nicht mal so verkehrt gewesen. Hätte dann, denke ich mal, auch gehalten, wenn es genug auf Spannung gearbeitet hätte. Aber na gut. Der Kunststoff ist nicht, es ist kein lackierter Kunststoff, es ist silberfarbener Kunststoff, was wieder Schlieren bedeutet. Man sieht also überall hier diese Schlieren, geht bei dem Ding. Okay, das liegt daran, manche Teile sind extra noch lackiert worden, wie dieser Bereich, der ist halt silber lackiert und hier haben wir den grauen, silbergrauen Kunststoff. Da ist noch ein bisschen was Blaues zu sehen, das sind also dann die Antriebe, soll dann so ein bisschen dieses Gas wohl sein. Obwohl das ein durchsichtiger, klarer Kunststoffring ist. So, als wenn man da irgendwie eine Beleuchtung einbaut und dann strahlt das Ding nach hinten aus. Denn mir ist jetzt nicht bewusst, dass da Batterien reinkommen. Oder dass hier alte Orgeln was mit Strom. Funktioniert halt nicht, ne? Das ist klar. So, dann war es ja so, dass diese Dinger hier hinten jetzt dran gesteckt werden. Schauen. Ah, schon jetzt 10 Minuten um. Mal gucken, wie rum. Da ist sowas. Die sind aber gleich, ne? Ich gucke nur nicht, dass ich jetzt hier irgendwie was zusammenbaue, was ich nachher nicht wieder auseinander bekomme. Ne? Ja, doch so rum. Aber das müsste ja nicht dann unten sein. Das ist unten, das ist unten. Ist halt. Doch da. Das würde ja gar nicht gehen. Ah, okay. Falsch rum. Doch falsch rum gewesen. So. Snap das vernünftig ein. Das sind dann die Teile, die hier oben noch das Ganze mit, denke ich mal, verdecken können. So.
ja, klippen auch ein. Das heißt also, man kann das Ganze dann auch öffnen, um richtig schön in die Triebwerke dann reinzugucken. Finde ich also offen schon ganz nett, aber wenn man sich, denke ich mal, so im Weltraum bewegt, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn die Struktur etwas geschlossener ist, obwohl die dann immer noch offen ist. So. Das Ding hinkommt, weiß ich jetzt auch noch nicht. Was haben wir hier denn noch? Ah, hier haben wir noch was. Achso, die Pralinen-Schachtel kann ich ja rausnehmen. Ja, so war das ja. So. Wenn es nicht alles immer so ein bisschen ineinander haken würde. So, dann haben wir hier unten noch ein Teil. Ah, das sind die Dinger, die dann hier untergesetzt werden. Da müssen wir mal gucken, wie rum. Aber ich habe natürlich hier die Anleitung auch liegen. Das ist natürlich recht nützlich. Die Dinger kommen nach vorne. Und es ist so, dass die auch nur an einer Seite passen. Denn hier habe ich jetzt einen dicken vorne, also großer Durchmesser, kleiner Durchmesser. Hier ist aber der kleine vorne und der große hinten. Das heißt, das Ding muss dann so rum. Nee, auch nicht. Habe ich doch falsch umgebaut. Ist das doch so rum? Das gehört doch so rum, ja. Nee, dann ist egal, welches man wo drauf setzt. Man sollte sie dann bloß ja, richtig rum platzieren. Dann geht das auch, wie man sieht. Kleinen Knick in der Pupille gehabt. So, dann mal erstmal den Stachel. Oder wir schauen uns erstmal dann das Teil hier noch an. Schon mal ist es besser zu handeln. Und hier sieht man auch wieder den Unterschied zwischen dem grau oder silbergrauen Kunststoff und eben dem silberlackierten Bereich vorne. Ist aber eine sehr schöne Verchromung. So müsste, hätte das World Starship komplett sein müssen. Das wäre dann schon ein bisschen edler gewesen. Obwohl die, das Ding ist ja nur auch mittlerweile von aus dem Jahr 2000. Ja, die sieht aber sonst ganz nett aus. Aber wie gesagt, der so grauer Kunststoff oder silberner Kunststoff, der schliert halt immer in der Produktion. Ist da nicht ganz so, ja, nicht ganz so schick. Wo wir hier zwei verschiedene Kunststoff-Silbertöne haben. Also hier oben, der Bereich ist lackiert. Dann ist hier der silberne oder der helle Kunststoff, der auch unten drunter halt zu sehen ist. Und der dunkelgraue oder mittelgrau silberne Kunststoff. Ne? Ja, so, dann weiter zusammengebaut, den Stachel hinten reingeklickt. Das ist auch so die alte Art, wie es bei die Art, wie es halt bei den anderen halt auch war. Und dann die Teile, die man auch nur dran steckt. Die dann scheinbar auch richtig einrasten. So. Hat auf jeden Fall ordentlich Gewicht, aber Schwerpunkt liegt eigentlich hier vorne. Mal gucken. Ja. Doch hier vorne so in dem Bereich etwa. Ja, nicht ganz. Eigentlich da, wo die Kugel ist. Also wo der Punkt ist, wo man das Ganze nachher auf diese Kugel wiederum draufsetzt. Das müsste ja dann gehen, obwohl der wird auch wiederum dann eingerastet werden. Aber so weit sind wir noch nicht. Denn wir haben ja noch einige Teile in der Box drin. Hier sind Klarsichtteile. Da hätten wir dann einmal die Kanzel für Grogu. Schon mal wieder da reingeschmissen. Dann haben wir hier, das wird das Teil sein von, der Grogu ist auch da. Da freut er sich. Die Arme sind diesmal fest, die kann man nicht runterbiegen. Er hat die kleine Kugel in der Hand, aber den schauen wir uns nachher auch nochmal an. Da. Aber die Arme sind fixiert, also da ist nichts. Das Teil hier, unaussprechlich, ich werde es gar nicht erst versuchen, das Ding irgendwie zu benennen. Und nochmal zwei Klarsichtteile für den flachen Stand. Und dann sind hier nochmal zwei Droidenport-Teile, so wie es aussieht. Einmal mit Polsterung, ne, für Grogu, das, wenn er hinten drin sitzt. Und dann das Teil, wo man dann den R5-Kopf draufsteckt, wenn man denn R5 hat. Ah, das war knapp. Ja, wenn man dann R5 hat. Also der scheint nicht mit dabei zu sein. Da müsste ja auch dann was in der Anleitung stehen. R5 Head Soul Separately oder sowas. Ja, da ist auch ein Sternchen. Und der gehört eben nicht mit dazu.
Da muss man dann eben den Druiden kaufen oder eben, mal gucken, ja, kann ich ja mal probieren, ob von den anderen Druiden, wo die Köpfe abnehmbar sind, der dann drauf passt, obwohl das Ding etwas dick aussieht. So, hier haben wir noch so ein Teil. Nee, Torpedo ist es nicht. Ein Torpedo ist es nicht. Diese Stange. Da ist ein Loch. Das ist das Ding. Also da hinten in den Stachel hinein. Ah, okay. So, dieses Ding wird da hinten eingeführt. Ja, toll. Das liegt da dann halt so drin. Okay. Ah, das ist das Ding, was die Javas dann irgendwie noch anschleppen. Ne? Zuerst ist da keine nach. Das war schon richtig. Ja, schnups, da hinten reingepackt und dann das Ding draufgesetzt. Ja, ist dann jetzt halt da drin. Schön zum Spielen. Kein Spielding halt, ne? Was mir auch ganz gut gefällt, ist hier die, ja, das Ausgeglühte unten am, also am Hecktriebwerk. Das sieht auch ganz nett aus. Ganz gut getroffen, so vom Farbton her. So, jetzt noch das Ding hier vorne drauf geschmissen. Dieses unaussprechliche welche. Das gehört. Gott. Soll es so rum sein? Scheinbar. Gut, das kommt da, das kommt da. Oder wird es doch so? Das kann man jetzt auf der Zeichnung nämlich nicht so gut erkennen. Das sind schräge Teile. Da ist so ein Teil. Ah, okay, dann wird das so. Ah, okay. So, dann drauf gesetzt. Richtig fest andrücken. Und dann passt das. So, jetzt habe ich vorhin schon was weggebrochen. Ja, so sieht der dann halt erstmal aus. Dann auch den Druidenport, den lasse ich erstmal draußen. Dann das Ding hier von Grogu. So, dann da rein. Ja, dass man die dann auch wieder austauschen kann. Und dann die Kanzel oben drauf gesetzt, die dann immer auf die Fingerpatschen abkriegt. So, dann habe ich hier noch den zweiten Stand. Den einen habe ich zusammengebaut. Dann dieses Teil hier noch. Das ist vollkommen auch wieder egal, ne? Wie rum. Auch ein schönes Dasichteil, auch wieder präsentiert für Fingerpatsche. Das geht nicht. Das geht so rum besser. Okay. Scheinbar geht es auch nur in eine Richtung. So, wozu jetzt dieses Ding da in der Mitte noch? Na gut, dass man den dann da vernünftig drauflegen kann. So. Ja, das ist jetzt der kleine Stand, damit man den eben so schön flach hinstellen kann und natürlich dann eben für den Flugmodus. Den kriegt man ganz gut auch wieder raus und die Kugel für den Flugmodus. Des Tisches machen. Also das Ding muss ich schon ein bisschen mehr reinwürgen. Okay. Ja, dann kann man den richtig schön so in Szene setzen. Ja, Stachel darf natürlich nicht aufschlagen. Und dann halt auch so in die Vitrine stellen. Ist aber nicht verkehrt. Ne? Und sieht auch ganz gut aus. Und halt die Richtung funktioniert auch wunderbar. Ich nehme trotzdem wieder runter, wenn ich da runter kriege. Doch, geht auch ganz gut. So, Grogu noch mal kurz an die Seite gestellt. Das Ding brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Brauche ich das dann wieder hier drauf. Ob das hinkommt. Ja, schauen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen die Details an. Gucken wir erstmal aufs Cockpit. Das müsste ja eigentlich zum Schieben sein und ist auch zum Schieben. Um eben dann die Figur reinzustellen. Ich würde noch mal eben doch eins muss noch eben schauen. Wo ist denn... Hier kann man auch irgendwas klappen. Achso, das ganze Teil kann man wieder klappen, wie bei der zweiten Version von 2012. Gucken, wo man hier ziehen muss, wo man drücken muss. Und dann kann man irgendwie das Ding hochklappen. Genau. Und scheinbar kann man dann hier hinten in dem Bereich die einzelnen Sachen reinpacken. Jetzt bin ich natürlich so geschickt gewesen, dass ich meine Tüte mit dem Zubehör zum Glück doch in die Nähe gelegt habe. Ich sehe eben schon, sie wäre wieder meilenweit entfernt gewesen. Aber das ist das Fach, wo dann das ganze Kleinkram
eingepackt werden soll. Das mit dem Messer lasse ich mal. Das poltert mir her bloß irgendwo hin und dann finde ich es nicht wieder. Aber eben hier hinten, da kann man dann das Equipment reinpacken. Gibt es da eine gewisse Reihenfolge? Das Dunkelschwert, das gehört dann irgendwie dahin. Ja, aber so richtig. Da muss man auch ganz schön reinwürgen. Da ist eine Öffnung für das Dunkelschwert. Und dann da irgendwie einklippen. Also zumindest kann man hier hinten in den Stauraum alles reinschmeißen, was da irgendwie reingehört. Ist aber doch recht fummelig, ein bisschen aufwendig. Und sein Jetpack, ja, das passt dann zumindest da oben richtig schön hinein. So, und das ist das einzige Teil, was ich auch drin lassen werde. Die anderen Sachen schmeiße ich wieder in die Tüte hinein. Der Blaster, der kleine Blaster auch, nur für einen kleinen Blaster nicht. Den muss er eben dann weiterhin am Holster tragen. Okay, bei seinem Rifle ist das auch so, dass da ein Sternchen dran ist, dass das eben nicht mit beiliegt. Genau wie mit dem Druidenkopf. So, das Ding wieder zugeschubst und ja. Das Cockpit selber von innen hat auch Bedruckungen, beziehungsweise ist ein bisschen bemalt. Also die Instrumente haben blaue Flecken bekommen. Ja, aber jetzt nichts irgendwie drauf, dass da irgendwie ja, irgendwas drauf zu erkennen ist. Es ist einfach nur blau. Ansonsten kein Weathering. Der Sitz ist aber dafür bemalt. Aber sonst die Struktur gefällt mir ganz gut. Also diese offene Struktur, als wenn man so die Rippen von einem ja, alten Lebewesen eben sieht. So soll das dann wahrscheinlich auch sein. So von der Darstellung her. Vorne die Triebwerke sind gerade. Das heißt also, hier haben wir jetzt nicht mehr diesen Dom drauf. Ja, so ein Zierding, das ist halt nicht mehr nötig, wenn man da jetzt deswegen als ja, normales Reisefahrzeug nutzt, den N1. Gut, hier vorne hat er auch wieder so ein paar Spuren, so ein paar ja, Abnutzungsspuren drauf. Überall natürlich dann noch die alte gelbe Markierung zu erahnen, wie es dann eben auch im Mandalorian dann eben auch zu sehen, oder bei Boba Fett eben dann auch zu sehen war. Und auch hier hinten der Stachel natürlich dann, wie man sehen kann, aufgesplittet. Das heißt also, dass hier dann auch die Verkleidungsteile fehlen. Das Ding hier hinten ist aus einem weicheren Material. Hier, der Stachel selber ist doch recht stabil. Und das ist nämlich das Problem bei den alten gewesen, dass der auch mit der Zeit dann schon mal herunterhängen kann, weil das so aus einem gummiähnlichen Material gearbeitet wurde. Jetzt kommt es natürlich darauf an, setzen wir erstmal Grogu hinten rein. Oder schauen wir uns erstmal nochmal den kleinen Grogu nochmal im Detail natürlich an, bevor ich da hinten reinsetze. Also es ist wirklich bloß eine Figur. Der Kopf ist leicht drehbar, aber die Arme sind, was ich vorhin schon sagte, stramm. Er hat ein kleines Packhole unter dem einen Fuß oder naja, wird durch die Fußsohle hindurch gebohrt, aber er hat zumindest auch kleine Füße bekommen, die aussehen wie kleine Kakteen. Und ja, er freut sich auf jeden Fall und hat auch diese silberne Kugel in der Hand. Ist also eine besondere Figur. Jetzt keine Actionfigur, weil er eigentlich nur den Kopf drehen kann. Und den kann man dann eben auf diesen kleinen Pack setzen, wenn man ihn dann trifft, um ihn genau dann da zu platzieren. Und es scheint dann wirklich so, dass er dann seine Hände auch an die Kanzel drückt und sich freut, dass es gleich richtig schön zur Sache geht. So, Din Djarin oder den Mandalorian, da haben wir da reingesetzt. Und das wird ein Problem, glaube ich, werden. Ja, weiter geht das auch gar nicht auf. Na doch, man kann ja das ganze Ding aufklappen. Grogu sitzt ja fest, da dürfte jetzt nichts passieren. So. Und da kann man ihn natürlich dann auch viel besser hineinsetzen, als wenn ich ihn jetzt versuche, da durch die Cockpit-Öffnung eben durchzusetzen. Ich habe auch das Cape, habe ich dann festgestellt, falsch an die falsche Seite gezogen. Ich habe es ja dann so gemacht, ne? Und dann da ist Jetpack aufgesetzt. Es müsste eigentlich so rum sein. Allerdings bekommt man dann das Jetpack auch nicht drauf, weil das Cape ist so rum ausgelegt, dass man es eben so rum macht. Ja, aber in der Serie, zumindest in der Folge, die ich dann nochmal, wo ich nochmal reingeschaut habe, da war es eben dann so zu sehen, dass es eigentlich auf der anderen Seite sitzen muss. So, dann da die Beine ein bisschen hingebogen. Ist ja immer so das Problem, eine Figur dann da in so ein
X-Wing, sonst irgendwas in diese Starfighter halt reinzubekommen. Gerade jetzt mit dem Cape ist ein kleines Problem, dass das jetzt nicht hochrutscht und dann irgendwie blöd aussieht. Aber mal schauen, ob dann die Beine dahin passen. Dann den Arm muss ja irgendwie unterbringen. Ich packe seine Hände jetzt nicht an die Steuerung. Aber drücke ihn jetzt halt so weit runter, wie es nur geht. Mache das die Luke hier zu. So, ist auch richtig zu. Und schiebe und ja, ist auf jeden Fall genug Kopffreiheit vorhanden. Da sind noch so 5 bis 6 mm auf jeden Fall im Innenbereich. Er sitzt da wirklich drin. Also so viel Luft ist in den X-Wings nicht gewesen. Da kann man sich ja noch sicherlich daran erinnern, dass da öfter mal dann oder grundsätzlich dann die das Cockpit, also die Cockpithaube gegen die Helme schlägt, was nicht unbedingt an dem Morg lag, was auf den Helmen drauf ist, sondern ja, allgemein, dass das irgendwie nicht ganz hinkommt. Und hier ist wirklich sehr viel Luft nach oben. Ja, nachdem wir uns jetzt das Fahrzeug angeschaut haben, was mir also optisch auf jeden Fall sehr gut gefällt, und ich muss sagen, wie es dann hieß, von wegen, dass die Razor Crest kommt, und ich habe sie verpasst. Ne? Ich war mit damals 2018 schon angekotzt, dass ich halt die Barke nicht gekriegt habe, die Cellbark. Dann die Razor Crest hatte ich verpasst, also wirklich, ist voll an mir vorbeigegangen. Hat mich dann doch schon ein bisschen geärgert. Als sie in die Luft gesprengt wurde, dachte ich mir so, upsi, ne? Ist ja dann wohl doch nicht so relevant, das Teil. Und als dann das Ding vorgestellt wurde, beziehungsweise zu sehen war, hatte ich wirklich gehofft, dass es den N1 in dieser Art dann eben auch geben wird. Hatte aber eher vermutet, dass auch wieder so ein Exclusive-Ding irgendwie sein wird und kein offizielles Produkt, was dann auch ja, in normalen Shops dann eben vertrieben wird, was in der normalen Produktlinie dann auch mit reinrutscht. Ja, und war dann wirklich positiv überrascht und sehr erfreut darüber. Na, ich bin ja immer so emotional mehr der trockene Typ. Ne? Ich bin ja jetzt nicht so von wegen so, ja, es kam raus, guckt, was es gab. Er ist wirklich erschienen und sie haben es getan und ne, dieses Flatterhafte ist nicht meins. Ich kann es auch gar nicht. Auch wenn ich spiele, ist es einfach nur, pff, ne? Als wenn hier so ein Luschi auf wie so ein Dummi sitzt. Sowieso, ganz klar. Aber nein, Euphorie ist nicht so meins. Auch so wegen, was hast du im Urlaub vor? Wo willst du denn hin? Dann, ja, mal gucken, ist eher mein Ding, als wenn nachher irgendwie irgendwas gecancelt wird und man dann nachher in Erklärungsnot gerät. Wenn der Urlaub dann gut war, wenn auch ein Event geklappt hat und sowas, dann kann man drüber sprechen, aber vorher Schnauze halten und gut ist. Ne, und genauso war es halt bei dem Teil. Ich wollte jetzt also nicht euphorischer rangehen und doch, gefällt mir. Ne, mit dem Kunststoff ist halt immer so ein Ding, mit den silbernen Kunststoffen. Aber okay, gut, dann hole ich mal die anderen beiden, die älteren Starfighter, also die N1, her. Und dann schauen wir mal, wie sich denn die Größe verändert hat. Die Kartons, die sahen ja doch schon etwas kleiner aus, aber der N1 selber, mal schauen. So, okay, der hier ist, ich hätte den vielleicht doch noch mal ein bisschen besser putzen sollen. Also ziemlich, ja, nee, der hat mal wirklich eine Rundreinigung verdient und sieht aber halt aus wie der. Also der wird dann grau sein, weil der Staub alles verdeckt, das Gelbe, genau wie bei dem, der ist auch nicht mehr ganz so frisch. Nee, müsste ich mal machen. Ja, wir haben auf der Seite haben wir jetzt den aus Episode 1 stehend, aus dem Jahr 1999 und 2012, meine ich, war das, der auch diesen Mechanismus hatte, mit dem Aufklappen, dass man den Droiden reinsetzt und mit dem Schiebecockpit, wie es dann eben auch im Film zu sehen war. Und bei der alten Ausführung, also bei der ersten Ausführung, war es ja so, dass der Droide, ne, R2 hier oben fest war. Hier sind jetzt noch die ersten Batterien drin, denn der hatte halt noch den Sound gehabt. Ne, das war halt das Schöne. Aber wie gesagt, sind die Batterien drin und meine Tochter hat ihn, glaube ich, entdeckt, da war sie, ja gut, das ist ein Ding hier, muss ich mal mit heißem Wasser wieder ran. Das ist ein bisschen verbogen oder verformt. Die hat ihn entdeckt und fand die Sounds halt total klasse und hat da unheimlich oft mitgespielt. Aber es sind halt noch die alten 1999 Batterien drin. Also alte Energie, darf man nicht vergessen.
Ja, richtig schön, auch mit Lichteffekten. Sowas damals. Er war zwar damals auch schon nicht so günstig, also für die damaligen Verhältnisse. Also es war schon eine Überwindung, den dann zu kaufen. Mit den, aber gut, kann ich vielleicht mal extra mal machen. Aber es geht jetzt erstmal um die Größe an sich. Schauen wir erstmal den alten von 1999 an. Stellen wir beide auf die Spitze und ja, ist ein bisschen. Stellen Sie auf die Spitze und knicken Sie weg. Das ist super. Ja, ein bisschen halten, sonst hält die nämlich auch nicht. Er ist ein bisschen kleiner. Ja, so, na gut, so 4 cm kleiner als der neue. Aber von der Größe her hat sich jetzt nicht so viel genommen. Und der passte trotzdem in den kleinen Karton. Darf man auch nicht vergessen. Und bei den beiden, 2012er, so ein bisschen biegen, der hat die Größe. Also da hat sich dann nichts getan zu dieser Version. Der ist halt ein bisschen länger wegen der Spitzen vorne, wegen der Dome. Aber ansonsten ja, passt das doch ganz gut. Jetzt hatte ich eigentlich mal gedacht, ich stelle mir jetzt noch das große Royal Starship mit auf den Tisch, aber das wird dann doch ein bisschen zu immens und vielleicht auch ein bisschen übertrieben, die beiden zu sehen. Und dazu ist es ja so, dass der ja nun, ja, die passen dazu zum Starship optisch. Jetzt von der Größe her müsste das natürlich um einiges länger sein, aber das hier ist natürlich jetzt eine ganz andere Kategorie. Da müsste dann eben die Slave One von Boba Fett daneben stehen. Das ist dann halt, glaube ich, doch ein bisschen passender. Ja, so, jetzt müsste ich endlich mal zum Schluss des Ganzen kommen. Also ich finde ihn gut. Er gefällt mir. Von den Vintage Collection Sachen dieses Jahr ist das mein Highlight. Von den Helmen war es jetzt allgemein halt der Scout Trooper Helm, den ich vor kurzem dann vorgestellt habe, aber auch schon wieder 4 Wochen her, weil der Rechner rumgesponnen hat. Aber jetzt von den Fahrzeugen finde ich den also richtig geil. Also klar, so ein X-Wing ist auch immer schick, ne? Auch vor allem, wenn er dann wie Anthony Mavericks dann auch doch mal in einer Farbe rauskommt, aber es ist eben trotzdem X-Wing und das ist halt was ganz anderes, obwohl es halt natürlich, klar, die N1 schon gibt, aber eben auch in dieser Version ist kein Repaint, ist also wirklich ein komplett neu modelliertes Teil, weil eben diese ganzen Platten halt fehlen, ne? Und gut, unten runter auch ist auch was neu modelliert. Hier sieht man noch den alten Torpedo-Auswurf, der war bei den beiden Vorgängern, steckt da wirklich einer drin, man drückt hier oben auf den Knopf und dann flogen die Teile raus. Zumindest hatte der eben noch den Mechanismus eines abschießbaren Torpedos, der hatte abschießbare Torpedos, Laserlichter und auch noch den Flugsound. Gut, der hätte sich hier eh anders angehört, aber doch, gefällt mir gut. Macht sich richtig gut, die beiden Stands finde ich gut, immer so einen schönen flachen und dann eben. Gut, drehen kann man ihn jetzt hier drauf leider nicht. Das wäre schön, wenn man den jetzt hier drauf noch so ein bisschen schwenken könnte, aber ist okay, ist okay. Und dann den Flugmodus-Stand. Also, ja, doch, das hat wieder hingehauen. Letztes Mal mit dem Squeeze aus der Motorreihe, das war ja nicht ganz so meins. Aber gut, es geht ja jetzt um die Hasbro Vintage Collection und ja, schön. Das nochmal kurz vor Weihnachten. Das gefällt mir doch sehr. Gut, ja, in dem Sinn bedanke ich mich vielmals für eure Geduld, weil es hat jetzt heute wieder etwas länger gedauert. Ich denke mal, eine halbe Stunde kriegen wir voll, wenn nicht sogar noch mehr. Vielen Dank für eure Geduld und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch trotz der Länge beim nächsten Mal wieder reinschaut. Ich hoffe, ich kann dann mal wieder ein bisschen kürzer treten oder das Video ein bisschen kürzer gestalten. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.